Der erste Redner kommt von den Freiheitlichen, Walter Rauch. Auf Wiedersehen. Bitte, Abgeordneter. Herr Präsident, Hohes Haus, Herr Staatssekretär, ja, das ERG-Gesetz, eine redaktionelle Änderung, was ja auch nicht für die Regierungsparteien spricht in dieser Art und Weise, wenn man 1,5 Jahre dafür verhandelt. Es ist ja im Endeffekt einzig und allein eine Preissteigerung. Wir reden hier von Preissteigerungen in der Höhe von über 30% der Bürger. Ganz genau sind es hier nur bei der Ökostrompauschale plus 26%, die Bürger betreffen und die Bürger auch belasten in Zukunft. Und hier auch eine Frage in Richtung der SPÖ, die hier der Mehrheitsbeschaffer waren für diese Zweidrittelmaterie. Was war Ihr Wahlgeschenk oder was war Ihre Unterstützung in dem Bereich wert? Wenn man ja hier die soziale Ausgewogenheit hinterfragen muss. Wo ist Ihre soziale Kompetenz noch in diesem Bereich, dass Sie hier auf die Bürger schauen und vor allem auf die Mehrbelastungen, die auf die Bürger zukommen? Das ist schon das Stichwort. Belastungen ohne Ende, die diese Regierung ins Treffen bringt, wenn man nur die Nova hernimmt. Die Steigerung bei der Normverbrauchsabgabe in uns Endliche, allein bei den PKWs, die Familien betreffen, plus 4.000 Euro. Bei einem normalen Familien-PKW, bei Kleintransportern eine Steigerung von 100%, über 22.000 Euro am Ende des Ausbaus der Nova, die eine Mehrbelastung sind. Wo ist hier, Herr Haubner, wo ist hier die Wirtschaftskompetenz der ÖVP? Die ist nicht mehr vorhanden. Sie sind im Endeffekt komplett gescheitert und haben hier die Bürger über den Tisch gezogen. Ein weiterer Punkt, die CO2-Steuer, die im Raum steht. Wieder eine Mehrbelastung der Bürger. Sie arbeiten hier in einer Art und Weise gegen den Wirtschaftsstandort in Österreich, aber natürlich auch in dem Bereich gegen das Einkommen der Bürger. Ein weiterer Punkt der Belastungen, die im Raum stehen, die Erhöhung der Mineralölsteuer. Die Frau Bundesministerin Gewessler hat es in den Raum gestellt. Sollten all diese Ziele, die jetzt gegeben sind, auf der europäischen Ebene, aber natürlich überbordend hier in Österreich, bis 2030 nicht erreicht werden, dann gibt es eine Mineralölsteuererhöhung um 50%. Um 50%. Was ist Ihr Ziel? Wollen Sie diesen Standort hier in Österreich, den Wirtschaftsstandort, komplett vernichten? Ja oder nein? Und ganz aktuell, die WHO gibt jetzt eine Empfehlung heraus, betreffend des Feinstaubs. Gerade vor einigen Stunden, jetzt ganz aktuell, die WHO eine Empfehlung, dass die Grenzwerte beim Feinstaub, Stickoxide, von 40 Mikrogramm auf 10 Mikrogramm reduziert werden. Erster Punkt. Zweiter. Der Feinstaubgrenzwert B10 soll von 50 auf 45 Mikrogramm reduziert werden. Der dritte Punkt. Feinstaubreduktion, der Grenzwert bei PM2,5 von 10 auf 5 Mikrogramm reduziert werden. Was bedeutet das für Österreich, aber für ganz Europa? Es werden in allen Städten Fahrverbote. Es werden in allen Städten und im ländlichen Raum, wenn diese Maßnahme, diese Empfehlung so umgesetzt werden würde, ein 100%iges Fahrverbot in allen Städten für den Diesel und für den Benziner. Ich weiß nicht, wohin soll diese Reise gehen, die Sie in dem Bereich umsetzen möchten oder immer ins Treffen bringen mit überbordenden Zielen. Das sind überbordende Ziele, die nicht realistisch sind, hier in Österreich oder in Europa umzusetzen. Das bedeutet ein totales Fahrverbot in allen Städten in Österreich. Ist Ihnen das bewusst? Ist Ihnen das bewusst? Sie sind nicht mehr da. Doch. Da sind einige da, Sie sind ja aufmerksam dabei. Ich hoffe, dass diese Rede auch bei Ihnen ankommt, weil das wäre ganz wichtig, vor allem für Sie als Wirtschaftspartei in dem Bereich. Wo liegt das Thema? In der Umweltpolitik ist rein nur mehr eine ideologisch behaftete Thematisierung. Es geht ja nicht mehr um die Fakten, um die Zahlen, Daten, sondern es ist jetzt eine reine ideologische Thematisierung und sonst nichts mehr. Und wenn Sie auch das Ziel haben, die Verbrenner komplett zu verbannen, ob den Diesel, ob den Benziner und alles auf die E-Mobilität setzen wollen, dann frage ich Sie auch, Herr Staatssekretär, wo werden Sie die Energie hernehmen?
Wo werden Sie die Energie hernehmen? Sie werden es nicht von den Windrädern schaffen, Sie werden es nicht schaffen mit der Photovoltaik, mit den erneuerbaren Energien, sondern am Ende des Tages wird wieder die Atomkraft im Mittelpunkt stehen. Wo werden Sie 310 Terawatt hernehmen im Gesamtausbau? Wo werden Sie die hernehmen? Wir reden hier insgesamt von über 90 Terawattstunden braucht man nur, wenn man die gesamte Mobilität in Österreich hernimmt und diese auf die E-Mobilität umstellen würden. Und genau das zielt ja die WHO ab mit ihrer Empfehlung. Sie geht her und sagt im Endeffekt, in allen Städten ein Fahrverbot. Wie wollen Sie das umsetzen mit dieser Richtlinie oder mit dieser Empfehlung, die die WHO hier ins Treffen bringt? Und anscheinend ist Ihnen der Standort Österreich als Wirtschaftsstandort oder als Lebensraum sehr, sehr wenig wert. Und ich glaube wirklich, man ist höchst an der Zeit, hier Umweltschutz und Umweltpolitik mit Hausverstand zu machen. Und diesen Hausverstand, den vermisse ich sowohl bei der ÖVP als Regierungspartei als auch bei den Grünen. Applaus